Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute lesen wir zusammen die Seite 660, wollen immer noch in den Wallfahrtsliedern weiterlesen und werden mehrere Psalmen heute beenden, lesen oder anfangen. Und davor wollen wir gemeinsam beten. Lieber Gott, wir alle sind auf einer Reise. Wir möchten diese Reise mit einem guten Ziel beenden und möchten bei dir im Himmel ankommen. Herr, ich möchte dich bitten für uns, dass wir ein festes Herz bewahren, dass du uns festmachst bis auf den Tag deiner Wiederkunft. Und dass wir wissen dürfen, dass du uns bei jedem Schritt auf dieser Reise begleitest. Amen. Wir beginnen in Psalm 124, Vers 4. Dann hätten die Wasser uns überflutet, ein Strom wäre über unsere Seele gegangen. Dann hätten die wild wogenden Wasser unsere Seele überflutet. Gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab. Unsere Seele ist entflohen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entkommen. Wir stecken auch in Schlingen der Sünde, in Bindungen mit den dunklen Mächten dieser Welt. Der Einzige, der diese Fesseln und diese Schlingen lösen kann, das ist Jesus. Und indem wir das Wort Gottes lesen und uns an Jesus klammern, können wir diese Fesseln gelöst bekommen. Wir können Mächte brechen, indem wir beten, indem wir uns wirklich Jesus anvertrauen. Und die Bibel sagt, wen Jesus frei macht, den macht er wirklich frei. Wenn wir daran glauben, dass Gott uns frei machen kann, wenn wir an die Macht glauben, die Jesus hat, dann können wir von allem frei werden. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 125. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Ihr wisst vielleicht, dass Zion, die Stadt Jerusalem, auf einem Berg errichtet wurde. Und wer sich ein bisschen mit Militärtaktik und Strategie auskennt, der weiß, alles, was auf einem Berg ist, ist schwer zugänglich und schwer einnehmbar. Und da ist es natürlich ein Typus, ein Bild für den geistlichen Krieg, der tobt, wenn Zion auf einem Berg ist und wir in Zion geborgen sind, dann wanken wir nicht und wir sind nicht zu gewinnen für den Feind, wenn wir dem Herrn vertrauen. Wie Berge Jerusalem ringsrum umgeben, so ist der Herr um sein Volk her. Auch ein schönes Bild. Von nun an bis in Ewigkeit, Gott ist unser Schutz. Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Ja, Gott wird der Gesetzlosigkeit ein Ende machen, der Sünde. Er wird sie beenden und alles wird ausgerottet werden, was damit je zu tun hatte. Herr, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind, die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Friede sei über Israel. Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Dieser Psalm beschreibt die Rückkehr der Gefangenen aus Babylon, die zurückgebracht wurden ins Land Kanaan, die wieder angekommen sind, die großen Jubel hatten, die wieder gesammelt wurden. Das Bild, das hier gebraucht wird, sind die Bäche des Negev. Und diese Bäche werden immer größer und immer reißendere Flüsse. Und so ist es ein Bild für die Gläubigen, die zurückströmen ins verheißene Land, in ihr Zuhause, die wieder gesammelt werden. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Auch ein ganz bekannter Vers, der auch vertont wurde. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück. Vers 6 ist nur eine etwas ausführlichere
Beschreibung von Vers 5 und bringt seine Gaben. Ja, Gott wendet die Dinge zum Guten. Selbst aus schlechten Dingen kann Gott etwas Gutes machen. Und nach guten, nach schlechten Zeiten kommen immer auch gute Zeiten. Psalm 127, ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Siehe, Kinder, sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden werden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Gott tut all das Gute. Nicht wir tun das Gute. Auch wenn wir mithelfen und mitarbeiten, so ist es doch Gott, der all das Gute für uns wirkt. Unsere Geschäftigkeit, die wäre nichtig, wäre ein Haschen nach Wind, wenn Gott nicht seinen Segen darauf legen würde. Alle Dinge, die wir mit Gott tun, die werden ein Segen und werden etwas Gutes hervorbringen. Und Gott verheißt uns wiederum Segen, indem er uns mehrt. Das hatte schon Adam und Eva versprochen, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren sollen und die Erde bevölkern sollen. Und das allein soll ein Ausdruck des Segens sein, den Gott ihnen schenkt. Und daran knüpft der nächste Psalm an, Psalm 128, der ganz besonders diesen Segen von Familie beschreibt. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses. Deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Ja, eine Familie zu haben, ein Nachkommen zu haben, das war in damaligen Zeiten noch viel, viel wichtiger und damit verknüpft, dass die eigene Familie Fortbestand hatte. Die Kinder waren auch eine Altersvorsorge, eine Versicherung fürs Alter. Und es war natürlich wichtig, dass Kinder da waren, damit sie das Land erben konnten, weil das Land war nicht einfach übertragbar. Gott hat jedem Stamm, jeder Sippe, jeder Familie ihr Land zugeteilt. Und es war wichtig, dass es da jemanden gab, der es erben konnte. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalems siehst, alle Tage deines Lebens und siehst die Kinder deiner Kinder. Friede sei über Israel. Gott segnet seine Kinder nicht nur damit, dass sie sich vermehren, sondern auch mit einem langen Leben. Und wir können das bei vielen Männern und Frauen Gottes sehen, dass er sie mit einem langen Leben belohnt hat. Das Ausbleiben eines solchen ist nicht Ausdruck des Ausbleibens des Segens. Das möchte ich ganz klar sagen. Aber wenn es so ist, dann ist ganz klar, dass Gott hier eine Verlängerung des Segens schenkt und dass Gott wirklich es gut mit uns meint. Mit dir und mit mir. Und dafür wollen wir ihm danken im Gebet. Herr, du bist groß, du bist gütig. Du lässt uns so viel Gutes zuteil werden jeden Tag und oft bemerken wir gar nicht, wie viel Gutes du uns tust. Herr, lass uns die Augen geöffnet sein dafür, für deine Wunder, für deine Wohltaten und dir dafür jeden Abend danken, wenn wir die Augen zumachen, um zu schlafen. Amen. Musik